Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs Böblingen hier bei Regio TV. Wir sind wieder zu Gast auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen und Gesprächspartner heute ist Wilfried Dölker. Herzlich willkommen, Herr Dölker, Bürgermeister der Stadt Holzgerlingen. Grüße Sie. Ja, Herr Dölker, Sie sind im 30. Jahr Ihrer Amtszeit. Was fasziniert Sie so, Bürgermeister zu sein? In Holzgerlingen konnte ich als Bürgermeister sehr vieles gestalten. Unter anderem wurde die Gemeinde Holzgerlingen zur Stadt. Und faszinierend ist, denke ich, der Umgang mit vielen Menschen. Man kann Dinge in die Tat umsetzen, Ideen zur Wirklichkeit werden lassen und kann das Ganze auch aktiv begleiten und da einen konkreten Beitrag dazu leisten. Und das macht schon Spaß. Das tun Sie auch auf Kreisebene. Sie sitzen im Kreistag, führen die Fraktion der Freien Wähler dort. Der Bürgermeisterfraktion, wie man immer sagt, da können Sie auch gestalten. Auf Kreisebene ist es ein bisschen anstrengender mit dem Gestalten. Da können wir mitgestalten. Aber ich muss als erstes natürlich anfügen, in unserer Fraktion gibt es viele Bürgermeister, aber nicht nur Bürgermeister. Wir haben 30 Mitglieder und davon ist etwa die Hälfte Bürgermeister. Also die anderen sind auch Mitglieder der Fraktion und die gestalten genauso aktiv mit. Wunderbar, dann ist es klargestellt. Kommen wir zurück zu Holzgerlingen. Ungefähr 12.000 Einwohner hat die Stadt. 1993 ist die Gemeinde zur Stadt erhoben worden. Warum? Warum hat man sich darum bemüht? Stadtgründungen sind ja häufig in den letzten Jahrhunderten gewesen. Warum haben Sie sich darum bemüht, Stadt zu werden? Weil wir damals der Überzeugung waren, dass Holzgerlingen von der Infrastruktur her, von der räumlichen Lage her, durchaus das Umfeld für eine Stadt hat und dass es auch in der Wirkung nach außen durchaus einen positiven Ruf hat. Und wir haben das festgestellt im gemeinsamen Gewerbegebiet, dass doch die eine oder andere Firma Wert darauf legt, Stadt Holzgerlingen als Standort zu haben und bei Gemeinde etwas zögerlicher war. Also ich denke, das hat sich durchaus positiv ausgezahlt. Und zwischenzeitlich sind die Holzgerlinger Bürgerinnen und Bürger auch stolze Stadtbürger. Und wenn wir unseren Nachbarn sagen, kommt mal Stadtluft schnuppern, dann ist das zumindest auch immer ein Spaß wert. Ja, Sie sind ja so mit Ihrer Stadt so etwas wie der Magnet auf der Schönbuchlichtung. Es gehören eine Reihe von Gemeinden zu dieser Schönbuchlichtung. Sie haben es gerade schon erwähnt. Mit einer arbeiten Sie ganz eng zusammen, nämlich mit Weil im Schönbuch. Dort gibt es tatsächlich ein gemeinsames Gewerbegebiet, Sohl. Dieses gemeinsame Gewerbegebiet Sohl, das wir 1997 mit der Satzung beschlossen haben, denke ich, ist eine Erfolgsgeschichte. Wir konnten viele Firmen dort ansiedeln, gemeinsam mit Weil im Schönbuch und haben jetzt in Holzgerlingen zwischenzeitlich weit über 3000 Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Vor 30 Jahren waren das ca. 1300. Das ist durchaus, denke ich, in dieser Zeit, wo Arbeitsplätze abgebaut wurden, eine Erfolgsgeschichte und da sind wir froh, dass das mit Weil im Schönbuch zusammen geklappt hat. Ist für beide ein Vorteil. Arbeitsplätze sind der eine Magnet, warum die Menschen nach Holzgerlingen kommen. Junge Menschen kommen wegen was ganz anderem, weil sie das Gymnasium haben und das ist das größte im Landkreis. Sie haben über 1000 Schüler, fast 1200 Schüler. Das ist auch ein Magnet. Schönbuch-Gymnasium hat einen sehr guten Ruf. Wir haben dort ein pädagogisches Konzept, das stimmt. Wir haben eine Mannschaft, ein Lehrkörper, Schulsozialarbeit, die gut zusammenarbeiten. Und ich denke auch ein Gymnasium dieser Größe, das sehr große Erfolge vorzuweisen hat. Aber nicht nur das Gymnasium, wir haben auch eine sehr gute Realschule, Förderschule, Werkrealschule, die leidet jetzt darunter unter der aktuellen Schulpolitik des Landes, in dem nämlich die Schüler halt wegbleiben bei der Werkrealschule. Das tut mir persönlich ein Stück weit leid, weil es uns in den letzten Jahren gelungen war, für die Werkrealschule, an der Werkrealschule mit dem Patenkonzept zusammen eine sehr erfolgreiche Arbeit umzusetzen, weil seit Jahren ist es gelungen, alle Schülerinnen und Schüler aus der Werkrealschule einen Ausbildungsplatz oder eine weiterführende Schule zu vermitteln. Wir hatten volle Weiterbeschäftigung bzw. Weiterbildung. Und insofern ist eigentlich schade, dass das System Werkrealschule bei den Eltern trotzdem an Wertschätzung verliert. Ja, das geht in anderen Gemeinden den gleichen Weg und Gang. Es ist sicher ein Problem, zumal ja eine Gesellschaft wahrscheinlich nicht nur mit Akademikern bestehen kann. Wenn man den Wirtschaftsraum sieht, dann denke ich, ist derzeit sehr offensichtlich, dass zwischenzeitlich, wenn von Fachkräftenmangel da die Rede ist, dass man zwischenzeitlich sehr wohl weiß, das sind Menschen, die in der Produktion arbeiten, die im Handwerk arbeiten. Und wenn wir die alle nicht mehr hätten, dann hätten wir ein Riesenproblem für einen funktionierenden Wirtschaftsraum. Und deshalb kommt es gerade darauf an, dass in diesen Berufen
die Attraktivität nicht weiter verloren geht, sondern dass man wirklich davon ausgeht, nur, also es gibt Akademikerberufe, wo das der Brot überhaupt nicht ganz so leicht ist, aber im Handwerk, der hat nicht zu Unrecht den Ruf, auch goldenen Boden zu haben. Holzgerling hat ja nun eine besondere Funktion, liegt ja am Rand des Schönbuchs, Naherholungsgebiet. Und Sie haben auch ein ganz besonderes sportliches Angebot zu machen. Wenn man ein bisschen Richtung Tübingen fährt, kommt man nämlich auf den Golfplatz. Das ist auch, es gibt nur zwei im Landkreis. Ja, wir waren der Erste. Ja. Wir sind auch der Schönere, sage ich mal. Der Golfplatz Schönbuch ist schon eine gelungene Geschichte, wie Landschaft attraktiv gestaltet werden kann. War anfangs sehr umstritten. Wir würden ihn, so bin ich überzeugt, jetzt nicht mehr hergeben. Damals war bezweifelt worden, ob man da noch spazieren gehen kann. Jetzt ist er gerade, weil es der Golfplatz ist und weil da zwischendurch auch öffentliche Wege führen, ein sehr attraktiver Raum zur Naherholung geworden. Und was natürlich besonders wertvoll ist, wir haben einen öffentlichen Golfplatz dabei, 9 Bahnen. Und wenn man ein bisschen trainiert hat und die Platzfreigabe hat, kann man dort spielen, ohne dass man gleich Mitglied sein muss. Und das ist schon sehr attraktiv. Spielen Sie selber auch? Also meine 10er-Karten für den öffentlichen Golfplatz, die dauert in der Regel 3 Jahre, bis ich sie abgespielt habe, aber ich spiele hin und wieder. Also gut, so viel Zeit haben Sie als Bürgermeister dann doch nicht. Meine Damen und Herren, so viel bis hierher im Stadtgespräch heute mit Wilfried Dölker, Bürgermeister der Stadt Holzgerling. Wir sehen uns nach einer kurzen Werbepause gleich wieder. Autohaus Frenzen, Ihr Spezialist rund ums Auto. 35 Jahre in Sindelfingen-Darmsheim. Fast 20 Jahre Verkauf und Service von Subaru Allrad-PKWs. Wartung und Reparatur aller Marken. Bei uns kein Problem. Autohaus Frenzen, Ihr Spezialist rund ums Auto. Altstadtflair und Fachwerkidylle, Naturerlebnis und Kultur, Ausflugsziel und Einkaufsstadt. Das ist Herrenberg, die Mitmachstadt am Schönbuchrand. Besuchen Sie uns auf dem Frühlingsfest in unserem neuen, größeren Festzelt und in unserem sonnigen Biergarten. Günstige Angebote für knusprige Göckele und frisches Frühlingsfestbier finden Sie auf unserer Homepage. Von ganzem Herzen hier. Gemütlichkeit und Party pur. Das Almhüttendorf auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Stimmung, Party und Gemütlichkeit. Alpenländisches Ambiente und deftige Küche. Von der Bretteljause bis zum Flammlachs. Und mit würzig frischem Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier. Täglich Live-Musik in der Almhütte und unter dem riesigen wettergeschützten Vasenhimmel. Jetzt reservieren unter 0800 711 und 4x2. Warum musst du dich eigentlich ausgerechnet heute um den Wechsel zu deiner neuen Krankenkasse kümmern? Ich meine, weißt du, wenn wir da zu spät zum Konzert kommen, dann kommen wir da auch nicht mehr rein. Ja, alles kein Problem. Klar, wenn heute der VfB spielen würde, wäre alles anders. Aber nein, ausgerechnet heute, wenn wir ins Konzert gehen wollen, hast du Zeit, bei deiner Krankenkasse vorbeizuschauen. Hallo, sprich mit mir. Patrick, wo bist du denn eigentlich gerade? Wenn wir da zu spät kommen, kannst du mehr als deine Krankenkasse wechseln. Tja, ich glaube, wir sind eine Stunde zu früh. Lavendeltee. Gut zum Entspannen. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch heute aus Böblingen mit Wilfried Dölker, Bürgermeister der Stadt Holzgerlingen. Nochmal herzlich willkommen auch nach der Pause. Herr Dölker, viele unserer Zuschauer kennen Holzgerlingen natürlich aus einem ganz anderen Grund. Nicht wegen dem Schönbuch-Gymnasium, nicht wegen dem Arbeitsplatz und auch nicht wegen Golf oder dem Schönbuch, sondern sie stehen dort jeden Tag im Stau auf der Bundesstraße 464. Das ist ein Teil der Bürgermeistertätigkeit, die jetzt weniger erfreulich ist, wenn man um einen Bundesstraßenausbau kämpft. Aber ich kann jetzt insofern sagen, es wird gebaut. Es wird jetzt ausgebaut, nachdem wir 30 Jahre darum gekämpft haben.
Und jetzt aktuell wird die Altdorfer Kreuzung ausgebaut und Ende 2016 wird es flutschen. Ihr Wort in Gottes Ohr, dass das dann wirklich flutscht. Im Moment ist es ja ein bitteres Nadelöhr. Ja, es ist halt ein Flaschenhals. Die Straße kommt zweispurig an und geht dann in eine Spur über und dann auch noch kleine Ampelkreuzung. Aber wir haben das immer gesagt, uns wurde ursprünglich zugesagt, wird in einem Zug durchgebaut und dann hieß es in zeitnah. Und zeitnah ist bei Bund und Land irgendwie anders verstanden worden, als wir es gedacht hatten. Das sind andere Zeiträume, ja. Aber Sie haben ein anderes, dafür sehr erfolgreiches Modell. Sie haben nämlich seit vielen Jahren wieder die Bahn in Holzgerling, die ja früher schon mal gefahren ist, dann lange nicht. Und jetzt gibt es die Schönbuchbahn wieder. Seit 1996 fährt die Schönbuchbahn wieder mit ursprünglich Prognose 2600 Fahrgäste am Tag. Jetzt haben wir über 8000. Und das ist zu Hauptverkehrszeiten das Problem, dass gar nicht mehr alle reinpassen. Deshalb die Pläne zur Elektrifizierung. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die auch die Stadt sehr attraktiv macht und die der ganzen Schönbuchlichtung erheblich dient. Da sind wir froh drüber. Letztendlich verbindet die Schönbuchbahn zum einen die Gemeinden von Dettenhausen, weil im Schönbuch Holzgerlingen mit Böblingen, aber auch natürlich mit der S-Bahn in Böblingen. Das ist der Umsteigebahnhof. Wir müssen da, wenn ich jetzt gerade an die Diskussion mit der Hessebahn denke, wir müssen auch umsteigen in Böblingen, aber das ist nicht der Hinderungsgrund, die Bahn zu benutzen. Öffentlicher Personennahverkehr auf der Schiene ist attraktiv, wird genutzt und für uns ein Riesengewinn. Man mag es sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Schönbuchbahn und ohne B464 Westumfahrung Böblingen. Wir sind vor 30 Jahren sind wir immer noch ab dem Holzgerlinger Fürst bis durch die ganze Stadt Böblingen im Stau gestanden. Das ist weg. Das heißt, das entlastet natürlich auch Böblingen ganz massiv. Sehr massiv und das ist natürlich, Schönbuchbahn ist auch für Böblingen eine gute Binnenerschließung. Ja. Für die mit den mehreren Haltestellen auch für die Menschen von uns nach Böblingen und umgekehrt. Die nach Böblingen kommen, kommen vielleicht noch zum Einkaufen oder ins Kino zu gehen und Ähnliches. Womit lockt Holzgerlingen Menschen an? Warum soll man Holzgerlingen besuchen? Holzgerlingen ist eine attraktive Kleinstadt. Holzgerlingen hat mit großer Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins der örtlichen Betriebe auch geschafft, dass wir noch eine lebendige Innenstadt haben, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt, wo die Grundversorgung vor Ort noch vorhanden ist. Darauf sind wir stolz und das kämpfen wir auch dafür, dass das so bleibt. Wir tun uns allerdings, räume ich ein, schwer mit den großen Einkaufszentren in den Städten. Aber dennoch ist, denke ich, dass die Beratungsleistung vor Ort, der unmittelbare Bezug, durch nichts zu ersetzen. Und daran arbeiten wir, dass wir eine attraktive Innenstadt behalten. Wir haben sie aufgebaut und möchten sie jetzt auch behalten und weiter ausbauen. Deshalb auch das nächste Sanierungsgebiet, wo wir weitere Maßnahmen in Vorbereitung haben. Der Holzgerlinger an sich ist ja auch recht selbstbewusst, schließt sich auch zusammen. Ich denke jetzt an die Handwerker, an die Kooperation Meisterland, wo sich verschiedene Handwerker zusammenschließen, um einfach mehr Stärke zu haben. Selbstbewusstsein ist eine gewisse Grundvoraussetzung, um Erfolg zu haben. Ohne das geht es nicht. Und deshalb bin ich froh darüber, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und da auch ihr Selbstbewusstsein zeigen und dann entsprechend gemeinsame Dinge auch anpacken, Ideen entwickeln. Das machen sie immer wieder, sei es auf Vereinsebene oder auch im Handel und Gewerbe. Ein Wort noch, Humor hat der Holzgerlinger auch. Im ganzen Ort stehen Eulen. Was hat es damit auf sich? Wenn ein Besucher kommt und er sieht die Eulen zum ersten Mal, staunt er. Werden durch Raben sogar noch ergänzt, weil wir Eulen und Raben haben. Das haben wir zu 2007, unserer 1000-jährigen Jubiläumsfeier, als gemeinsame Aktion mit vielen Betrieben, mit Schulen und Kindergärten ins Leben gerufen, weil wir, das sind unsere Ortsnecknamen, Eulen und Raben, die sind künstlerisch gestaltet. Und wir haben festgestellt, nachdem sie gestanden sind, sie locken vor allem Familien mit Kindern so an, dass wir sie gar nicht mehr wegtun können. Weil ich sehe es immer wieder, wenn Kinder mit ihren Eltern unterwegs sind, an den Eulen und Raben muss Stopp gemacht werden. Es gibt immer noch Fotosessions, jede Menge. Und das ist schon was Besonderes. Das trägt dann den Ruf der Stadt Holzgerlingen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Herzlichen Dank, Wilfried Dölker, Bürgermeister der Stadt Holzgerlingen. Nächste Woche ist hier mein Kollege Chris Fleischhauer mit dem Stadtgespräch. Dann zu Gast Bärbel Bahr und das Thema sind Immobilien.